So, ich stehe neben Kedo, einem Let's Player, auch vom Gronkh.de-Team. Hallo Kedo, wie geht's dir? Mir geht's relativ gut, würde ich mal sagen. Was heißt relativ gut? Mir geht's eigentlich ziemlich gut. Das heißt, also jetzt gerade eben hier mit dem spontanen Treffen und alles drum und dran, ist einfach eine relativ ungewohnte Atmosphäre zu meinen. Aber es ist natürlich unglaublich voll, es ist unglaublich cool, alles drum und dran. Man hat unglaublich viele Leute da. Also gut, ja, gut, glücklich, entspannt. Wir hatten ja gestern ein schönes Gespräch über die Gamescom und zwar hast du gesagt, der Glanz der Gamescom fehlt. Wie würdest du das denn ausdrücken? Ja, also der Glanz fehlt jetzt nicht komplett, aber es ist halt so, ich war ja letztes Jahr, wie gesagt, auch schon da. Ja, so rein wäre ich jetzt nur Spielebesucher hier, ja. Dann wäre ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen vom Gesamtpaket enttäuscht. Also es fehlt mir so wirklich dieses, dass man irgendwie wirklich auch ein Spiel sich denkt so, ey, das möchte ich anzocken und das und alles. Das liegt vielleicht auch dran, weil ich am Mittwoch natürlich schon gespielt habe und alles. Aber es ist tatsächlich, mit dem Gedanken bin ich aber auch zu der Gamescom hier gekommen, dass ich mehr eben wegen den Leuten hier bin und allem drum und dran, dass ich wirklich das alles, ja. Kann das daran liegen, dass zum Beispiel Publisher fehlen wie oder Großhersteller wie Microsoft und Nintendo, dass der Glanz ein bisschen runtergeht von der Gamescom? Also, dass Microsoft und Nintendo fehlen, ist natürlich tatsächlich was, ich meine, das sind zwei der Riesen in der Branche und alles drum und dran. Gerade bei Nintendo, da war ich letztes Jahr dann eben auch im Pressebereich, das war eigentlich ein relativ nettes Erlebnis. Da hatte man dann eben wirklich einen abgeschlossenen Bereich, wo einem dann Spiele vorgestellt wurden und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich gerade eben bei Nintendo, was halt auch wirklich, glaube ich, für kleinere Zuschauer ein riesengroßer Bereich war, weil man muss ja auch bedenken, es gehen ja nicht nur Leute, die 18er Titel sehen wollen auf die Gamescom, sondern eben auch jüngere Leute. Und ich glaube, da fehlt Nintendo tatsächlich. Du warst ja jetzt schon seit 3 Tagen auf der Gamescom. Was ist für dich das Highlight dieser Gamescom? Welches Spiel? Das Highlight der Gamescom, welches Spiel? Also ganz gegen meine eigentlichen Spiele, die ich so zocke, also ich bin ja eher so wirklich auch derzeit Rollenspieltyp und alles drum und dran, muss ich das, das hat vielleicht der Kevin, mit dem habe ich das zusammen gespielt, habe ich das aufgenommen, das sollte auf seinem Kanal auch zu filmen sein, Table Tennis Gamer, Schleichwerbung, mit dem habe ich zusammen Rayman Legends gezockt, eben auf der Wii U und ich habe mir deswegen auch gerade das Nintendo-Fail, ist ja so schade, weil mir das echt gefallen hat, hätte ich eigentlich gar nicht erwartet, dass tatsächlich dieser Wii U-Controller, obwohl das so ein Riesenteil ist, die sich super angenehm spielen, hat echt Spaß gemacht. Das war tatsächlich so ein kleines Highlight, Rayman Legends, kann ich empfehlen. Du bist ja ein PC-Let's Player und spielst auch Indie-Games. Würdest du dir auch mal vorstellen, Konsolen-Let's Plays? Schon oft mit dem Gedanken gespielt, aber tatsächlich bisher nur nicht gemacht, weil halt das auch finanziell ein ganz anderer Aufwand ist als drum und dran. Natürlich. Weil hier halt noch die TV-Karte und die Konsole an sich, aber tatsächlich auch zum Beispiel auf der PlayStation 3. Ich war ja ein Riesenfan von Fahrenheit, von Quantic Dream und wollte auch schon seit hier eigentlich mal Heavy Rain Let's Playen oder allgemein spielen. Das gibt's ja nur auf der PlayStation 3. Das heißt, das wird hoffentlich irgendwann mal kommen und dann eben, sobald ich mir meine PlayStation und eine gescheite TV-Karte organisieren. Gut, dass du gerade von Heavy Rain sprichst. Könntest du dir vorstellen, dass du das neue Spiel von den Heavy Rain-Macher Beyond Two Souls mal spielen könntest? Habe ich mir natürlich angeschaut, dann auf der E3 auch, was es an Material zur Verfügung gab. Und das könnte ich mir natürlich vorstellen. Also das sieht jetzt auch schon wieder... Ich finde diesen Stil von den Entwicklern einfach unglaublich genial. Das ist auf einem sehr filmischen Niveau, wird sehr viel Emotion übertragen. Das ist eigentlich so genau meine Sparte. Aber wie gesagt, dass sie jetzt gerade rein auf Konsolen sind, ist das ein bisschen schwierig zu machen. Du machst ja zeitweise auch Skyrim und du hast ja sehr viel Konkurrenz gegenüber Skyrim. Wie stellst du dir das vor? Was ist an deinem Skyrim Let's Play denn besonders? Was ist an meinem Skyrim Let's Play besonders? Also es ist schwierig zu sagen. Also klar, Skyrim ist ziemlich overplayed, nennt man das ja. Also das haben ziemlich viele Leute gemacht, machen auch noch ziemlich viele Leute. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich habe ja Skyrim irgendwie, ich habe ja im Verlauf des Jahres mal so ein bisschen überlegt, ist das Let's Play überhaupt noch das Format, das ich durchgehend machen will und alles drum und dran. Und Skyrim war quasi so ein Phönix aus der Asche Projekt, machen wir es mal irgendwie ein bisschen poetisch. Ja. Und das ist tatsächlich, Skyrim ist für mich, es hat Freiheiten, das heißt, man hat extrem viele Möglichkeiten, Scheiße zu bauen, aber bekommt auch eine Vorgabe, eine tolle Geschichte, wo man ein bisschen sich drauf eingehen kann. Es ist eigentlich für mich eine gute Mischung zwischen, ich kann Scheiße labern, aber kann auch wirklich auf ein Spiel ernsthaft eingehen. Und ich glaube, das könnte so das Besondere sein. Das ist eigentlich. Also ich find für mich ist es bisher ein relativ gutes Let's Play. Du bist ja einer, der ja sehr viel kommentiert und eine sehr atemberaubende Stimme hat. Was ist beim Let's Play so das Wichtigste? Glaubst du, das Commentary ist wichtiger als das Game oder sagst du, es muss eine perfekte Mischung dazwischen geben? Also ich bin jemand, da habe ich auch gestern kurz mit dem Table Tennis Gamer drüber geplaudert, der ganz und gar nicht irgendwie die Einstellung vertritt, dass wirklich das Spiel im Vordergrund stehen sollte. Weil ich finde, es gibt irgendwie genügend Spieleredaktionen und Spielekanäle und Game-Trailer, sowas weiß ich was, die das deutlich professioneller, in deutlich höherer Qualität Gameplay-Material liefern können als Let's Player. Ja, und auch deutlich mehr Informationen und Background haben. Das heißt, für mich ist das wirklich so, ein Let's Player sollte so in etwa so, ich sag immer, 2/3 sollte eigentlich der Kommentator sein und 1/3 kannst du dann irgendwie das Spiel dazu nehmen. Klar, wenn mich jetzt das Spiel gar nicht interessiert, dann kann das auch der beste Kommentator im Regelfall nicht retten. Aber
ich bin jemand, ich freue mich mehr darüber, wenn die Leute mich wirklich, den Kanal wegen mir und nicht wegen irgendeinem Spiel abonnieren. Deswegen mache ich auch meistens nicht irgendwie die neuesten Hitspiele und haue die irgendwie am laufenden Band raus. Könnte man ja auch machen. Wir können jetzt ja auch einfach immer jedes neueste Call of Duty hochladen. Wir kommen ja jetzt gerade zum... muss jetzt mal gerade überlegen. Ich hatte gerade eine schöne Frage für dich. Und zwar geht es um das Let's Play allgemein. Glaubst du, Let's Play ist neben dem Unterhaltungsfaktor auch ein Vermarkter für Spiele? Weil es gibt ja Leute, die gucken ja sekundär Let's Plays, um sich an einem Spiel zu interessieren, die sie sich vielleicht kaufen. Glaubst du, das hat auch dieses Let's Play eine Vermittlung dazu? Ja, glaube ich tatsächlich. Also jetzt, steht eigentlich nicht direkt im Kontrast zu dem, was ich vielleicht davor gesagt habe. Es ist natürlich so, wie gesagt, der Kommentator vermarktet das Spiel ja in gewisser Art und Weise. Aber ich habe auch gerade eben von deutschen Publishern, ich denke, man kann direkt Dead or Alive eigentlich nennen, weil ja Gronkh mit Edna bricht aus und mit diesen ganzen Adventure-Let's Plays. Es ist erwiesen, dass das eine gute Werbung für die ist. Und ich glaube, viele, gerade hier im deutschen Raum, Publisher und Entwickler, kapieren auch langsam, dass Let's Plays tatsächlich nicht nur so sind, die stellen das Spiel komplett online, sondern dass das auch wirklich eine Form der Berichterstattung in gewisser Art und Weise ist. Und das kann man eigentlich auch nur befürworten. Und in die Richtung sollte es eigentlich auch tatsächlich gehen. Ne? Ein Publisher oder Entwickler draußen. Genau, ruf für Kedos an, soll ich mal sagen. Kedos, du bist, wie vermarktest du eigentlich deine Let's Plays nebenbei? Du hast ja Schule, wie zum Beispiel wie ich, bist ja auch, ich glaube, Gymnasium, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie kriegst du das denn zeitmäßig hin? Also abseits jetzt von der Schule und eben auch noch dem sozialen Leben, das man nebenbei sagt. Hallo soziales Leben, ich grüß dich mal. Habe ich jetzt die letzten Tage nicht so gehabt, weißt du, deswegen sage ich jetzt mal Hallo. Es ist immer so ein Multitasking-Aufwand. Also wenn ich jemandem versuche, das Let's Playen und YouTube allgemein zu erklären, das ist immer sowas, es hängt dir natürlich immer so ein bisschen im Nacken, weil der YouTube-Kanal immer durchgehend läuft oder wenn man auch täglich oder regelmäßig Folgen online bringen möchte, da ist es natürlich auch was, was auch teilweise mit Stress verbunden sein kann. Aber es ist mir persönlich lieber, als wenn ich mich irgendwie Samstag und Sonntag dann irgendwie 8 Stunden, ich habe ja auch schon, was weiß ich was, wenn man das jetzt im Jobbereich sieht, ja, auch schon gekellnert und Zeitung ausgetragen, jetzt habe ich alles durch, nur die Müllabfuhr habe ich ausgelassen. Oder Müllabfuhr, kann man das überhaupt machen in dem Alter? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, es ist ein Aufwand, es ist auch Multitasking, aber es ist ein Aufwand, den ich sehr, sehr gerne habe und eigentlich auch ein gutes Gefühl, das nebenbei zu machen. Und es lässt sich eigentlich in dem Pensum, das ich jetzt gerade eben habe, in dem Upload-Bereich, lässt sich das eigentlich relativ, es lässt sich noch relativ gut regeln. Wie das jetzt zum Abi hin wird, weiß ich noch nicht, aber ich denke, das kriegt man schon irgendwie. Ist das nämlich gut, dass man auch fürs Let's Play bezahlt wird? Weil das ist ja sowieso ein Nebenjob. Kannst du dir vorstellen, dass du mal irgendwann Vollzeit-YouTuber wirst oder in der Richtung arbeiten würdest? Also Vollzeit-YouTuber ist rein geldtechnisch, das kann man glaube ich so sagen, ist nicht wirklich im Blick, weil das ist jetzt nicht so, dass ich damit die Millionen pro Monat mache. Ich glaube, das wissen ja auch die meisten. Aber obwohl manche wissen es auch wieder nicht, die denken, man macht die Millionen damit. Ja, wie bei Gronkh zum Beispiel. Die denken, glaube ich, Gronkh verdient 1 Million, aber das ist leider nicht so. Ja, genau. Es wird immer so ein bisschen übertrieben. Wahrscheinlich trifft sich dann irgendwo in der Mitte. So. Es lässt sich eben, ich betone das oft so, dass ich könnte YouTube nicht in diesem Maß machen, wenn ich noch zum Beispiel einen Nebenjob nebenher bräuchte. YouTube ist für mich, ersetzt zum Beispiel dieses Kellner oder dieses Zeitungsaustragen, von dem ich geredet habe. Dafür reicht es vollkommen. Also es reicht super gerade eben als Nebenjob neben der Schule, reicht das gerade eben genial. Und ich finde das auch tatsächlich, ich finde das eine coole Sache. Ich find das toll, dass sich da verschiedene Netzwerke dazu entschieden haben, da die Möglichkeit zu bringen, eben dass Leute das auch wirklich so vermarkten können und da Werbung drauf schalten können. Natürlich könnte ich mir das vorstellen, das Vollzeit zu machen, klar. Aber bisher ist es wirklich so, dass ich mir das dann, ich gucke mir das jetzt an nach dem Abitur, gucke in welche Richtung ich gehe und werde dann wahrscheinlich vielleicht irgendeine Ausbildung oder sowas noch reinpacken, irgendwas in Richtung Mediendesign, weil das eben vor der Kamera stehen und schneiden und alles drum und dann Videos sind schon das, was ich als meine Leidenschaft bezeichnen würde, ja. Ich habe ja schon dazu was gesagt, was du machen könntest, aber das bleibt bei unserem kleinen Geheimnis. Glaubst du, dass auch YouTuber eine kleine Vorbildsfunktion haben gegenüber den Zuschauern und den Abonnenten? Also ich glaube das sehr wohl. Also es wird mir immer nur ab und zu bewusst, wenn man mal wirklich auch Mails, ich habe das auch glaube ich mal in irgendeiner Minecraft-Folge, habe ich das mal nachgefragt, oder Gronkh hat das glaube ich damals in einer von seinen Minecraft-Folgen erwähnt, dass eben auch wirklich es Familien tatsächlich gibt, die sich vor den Fernseher setzen und dann eben da über YouTube die Let's Plays dann anschauen. Und das ist einem, wenn man die so produziert, ist das einem eigentlich relativ wenig bewusst. Oder jetzt auch gerade eben hier, wenn man dann plötzlich Leute sieht, ich meine, da sind ja auch welche dabei, die sind nicht alle 18 oder so. Der größte Zuschauerkreis ist glaube ich so, würde ich 12 bis 20 Jahre oder irgendwie sowas. Also, ich bin niemand, der da komplett drauf scheißen würde, aber ich bin auch niemand, das behaupte ich einmal von mir selbst, der irgendwie, glaube ich, die schlimmsten Werte oder sowas vertritt. Also, ich vertritt, wenn dann. Ich versuche das immer schon in so gewisser Art und Weise, also wenn ich über Themen spreche,
vielleicht auch was weiterzugeben. Weil ich meine, ich sehe mich jetzt da nicht als der Messias der Normen und Werte und alles drum und dran. Aber ich meine, gerade eben zum Beispiel beim Gronkh, der eine sehr, sehr große Zuschauermasse erreicht, er macht das ja auch. Ja? Er versucht ja auch wirklich ein bisschen was zu vermitteln, wie man vielleicht auch miteinander umzugehen hat. Ja. Und das halte ich eigentlich für keine schlechte Sache. Also wenn man die Reichweite hat, dann kann man sie auch positiv nutzen, denke ich. Was können die Zuschauer noch von deinem Kanal erwarten? Was hast du noch so in den nächsten Jahren vor? Also viel. Das fasst es eigentlich relativ gut zusammen. Also auf dem Kanal jetzt an sich, also auf der Kratos Zone, der logischerweise der Hauptkanal ist und auch der Hauptkanal bleiben wird höchstwahrscheinlich, wird es wahrscheinlich die Let's Plays logischerweise als regelmäßig, als tägliches Format wird es das weiterhin geben. Klar, Pausen gibt es immer mal wieder, wie jetzt zum Beispiel auf der Gamescom, weil das einfach zu viel Stress dann ist. Was ich jetzt noch machen möchte, ist natürlich mich noch so ein bisschen auf andere Formate legen. Also Podcast-mäßig wahrscheinlich. Genau, da habe ich auch wieder vor, was zu machen. Ist tatsächlich auch schon was produziert worden vor der Gamescom. Also jetzt auch hier wie The Kratos Zone Live oder den Flash-Check und all sowas. Also ich möchte das alles, möchte das so ein bisschen mehr rumprobieren und allem drum und dran. Ich habe tatsächlich mal vor, sowas in die Richtung so ein anderes Kämmerchen-Show-mäßig zu machen. Also ich habe einfach vor, noch so ein bisschen viele Formate obendrauf auf die Let's Plays zu packen. Das wird irgendwann tatsächlich noch irgendwann kommen. Und dann vielleicht irgendwann mal noch so eine Art Real-Life-Kanal, wo ich mich tatsächlich vor die Kamera setze und so ein bisschen über ja, Gott und die Welt quatsch. Das könnte vielleicht auch noch kommen. Dankeschön für das Interview, Kiddo. Gerne. Vielen Dank und dann sehen wir uns dann vielleicht beim nächsten Interview wieder. Viel Spaß!